Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Und wir waren letztens hier stehen geblieben bei Bando. Und ich würde sagen, ich spreche ihn nochmal an. Komm. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Was kann ich noch für dich tun? Wegen deiner früheren Jobs. Wegen deiner früheren Jobs? Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere, tötere! Ja, diese Zeiten sind vorbei. Der Bando gefällt mir, ganz ehrlich, der gefällt mir wirklich. Wie war es nochmal im Schreihaus? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere, tötere! Ich komm gleich hoch, Junge! Ja, diese Zeiten sind vorbei. Nochmal in der Fabrik, wie war's dort? Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Nichts hält ewig. Wie war's nochmal mit der Glocke? Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Aber das war einmal. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Was Neues? Ja. Und aufregend. Was denn? Zum Beispiel Trommler. Du könntest Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Oh je, oh je. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Alle würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Ich höre sie schon rufen! Bando! Weißt du was? Ich glaube, ich lasse es lieber bleiben. Ich glaube nicht, dass Ruben damit einverstanden wäre. So ein Spaßvertreiber dabei ist doch der Herr Bando. So obermotiviert, der war sicherlich ein guter Trommler. Wie sieht's mit einem Straßenbauer aus?
Du könntest in den Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und welche Straßen? Könnte das besser als ich? Pflasterstein für Pflasterstein müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt! Diese Insel hat schon bald eine neue Straße! Und der Straße wird eine Brücke folgen! Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona! Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren! Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister! Hip, hip, hurra! Oh, oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Ein bisschen. Wie wär's denn mit einem Marktschreier? Oh Gott, was kommt da jetzt? Du könntest Marktschreier werden. Marktschreier? Wow, ich wollte schon immer Marktschreier werden. Schon als Kind, mit einem Korb voller Birnen, lief ich durch das Dorf und brüllte: Äpfel! Äpfel! Ich weiß nicht einmal warum, es waren ja Birnen, aber das störte mich nicht. Äpfel! Rief ich, kauf bei Bando! Bei Bando! Dem tollkühnen Marktschreier! Äpfel! Äpfel! Bandos explodierende Äpfel! Was? Oje, ich muss wohl lernen, wo meine Grenzen sind. Ach wo denn? Es ist lustig mit dir. Ich genieße deine Gesellschaft. Wie wär's denn mit Opernsänger? Du könntest Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen. Oh je, oh je. Und ich habe das Talent. Die Frauen legen mir zu Füßen. Und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Operngläser, Wassergläser, ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Banause. Ja, da sagst du's, Bando. Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht, wenn ich mir deinen Fummel so ansehe. Ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressurnummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Nichts, Ruben! Boah, Alter! Der Ruben, das ist tatsächlich der Ruben, der dort oben immer, das ist echt ein Spaßverderber. Mir gehen die Ideen aber leider Gottes aus. Mir gehen die Ideen aus. Halb so schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ach. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. Bis später. Ja. Bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ja, da seufzt sich auch mal. Ich drück mal hier. Ah, guck eine an. Wir können hier die Leiter mitnehmen. Darf ich mir die Leiter ausbauen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah ja. So, und dann war noch die Tür. Ist das wie bei Opas im Dingens? Im Wagen? Was haben wir hier? Wir haben hier ein Mauseloch. Hallo? Ah, guck mal. Guck mal. Ich würde mich auch am liebsten in mein Loch verkriechen. Da
gucken zwei Äuglein raus. Du hast ja Mäuse. Tue ich nicht. Würde ich sie sonst bei mir wohnen lassen? Du hast es falsch verstanden, mein Herr. So, den Schlüssel, können wir den auch? Halt, Freundchen. Der Schlüssel bleibt schön hier. Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Man sagt, dass Blumen besser gedeihen, wenn man mit ihnen redet. Ich habe es ausprobiert und... naja, vielleicht hängt es auch vom Gesprächsthema ab. Irgendwann wird auch die welken. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Vielleicht liegt es auch an Bens Ausstrahlung. Ich weiß ja nicht. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Zahn. Nehme ich mit. Brauche ich scheinbar. So, und dann geht's hier hinten noch weiter. Oh weh, oh weh. Was ist das? Hier liegt ein kaputtes Zahnrad. Nehmen wir mit. Und was haben wir hier? Mechanismus. Hier fehlen keine Zähne. Hier fehlt ein Zahnrad. Ach. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Welche Tür? Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Käme ich jetzt nicht drauf. Ach, die Tür. Seltsam. Ich sehe keine Klinke. Na, mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Können wir die begucken? Wohin die wohl führt? Ich sollte mit Bando darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Okay, das machen wir sofort. Ah, hier ist noch so ein Schraub... Na, okay, gucken wir gleich nochmal. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Was kann ich noch für dich tun? Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Na gut, dann gehen wir wieder. Bis später. Ja. Bis bald. Aber denk dran. Immer ja, schön immer schön leise sein. Ja, ich weiß. Wie ich. Ich Bando! Gut, dann... Huch! So, was haben wir denn eigentlich hier schon mal im Inventar? Wir haben hier eine Leiter. Wir haben ein... Aha, die Sache hat einen Haken und ein kaputtes, so ein halbes Zahnrad. Ich gehe mal wieder raus, mal gucken. Wir durchsuchen unten die Insel nochmal. Wo, hier ist noch ein Fenster. Guck da, seht das hier oben hier? Was macht er jetzt? Wieso geht er dorthin? Was macht er jetzt? Was zum Geier macht der jetzt? Du sollst so anlecken. Hallo? Ist da oben jemand? Keine Antwort. Da oben brennt Licht. Mehr kann ich von hier aus nicht erkennen. Keine Chance. Ich kann leider nicht so gut klettern. Ah, hierfür brauchen wir sicherlich die Leiter. Ah, jetzt können wir auch hoch. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was haben wir hier? Hier haben wir ein Haustier. Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Schlaf, braves Tier. Ah ja. Ich streichle ihn lieber nicht. Ich mag meine Hand dort, wo sie ist, am Arm. Ja, das... Oh, hier haben wir einen Globus. Oben später, was es damit auf sich hat, vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Ruben? Ach, guck einer an. Das ist der Ruben, der Spaßverderber, der
Klumpenzieher, der... Wir nennen unsere Welt Silenz. Ich nenne sie Ort der Sinnlosigkeit. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Silenz? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Sollte mal das Spiel nicht Silenz heißen? Ich weiß es nicht mehr. War es nicht eigentlich auch der Originaltitel? Hier haben wir Ruben, der kann dort... Was haben wir hier? Wir haben hier noch einen Bär. Ich frage Ruben später, was es damit auf sich hat. Vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Ja, wird wohl nicht wirklich wichtig sein. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Ausgang. Oh, ich will hier hoch. Gehen wir erstmal hoch, bevor wir dann hier dort... Was? Wo? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Mist. Der Hund hat uns verraten. Naja, das Haustier hat uns verraten. Das Krokodilhund. Was auch immer das ist. Na gut, da er ja jetzt wach ist, können wir mit dem sprechen. Ich bin Sedgwick. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal! Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lass ich dich umgehend von Bando an die Yakis verfüttern. Yakis? Und was ist mit dem Ruben? Ich habe so wirklich das Gefühl, dass Kalida, tatsächlich dieser Ruben, der hält Kalida scheinbar gefangen und ist so sozusagen eifersüchtig, dass, keine Ahnung, ob die Frau irgendwas an sich hat. Vielleicht ist das ja auch nur so ein Kribbel oder sowas, keine Ahnung. Aber wir brauchen tatsächlich Kalida. Die muss uns helfen. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja. Ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? So ein Arsch! Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier aber tausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger. Eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Da kommt mir aber wieder der Gedanke und die Frage im Kopf, wozu braucht der die 10.000 Perlen? Wofür? Ich meine, um zigtausend Ketten zu bauen? Für Kalida oder wie? Wofür braucht er die Perlen? Ich kann da jetzt aber auch einiges mit so im Kopf, im Hirn so ein bisschen vorstellen. Aber wir werden es wohl scheinbar nicht erfahren. Zumindest nicht in dieser Folge. Denn, wie soll es anders sein? Ich beende diese Folge erstmal fürs Erste. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zur nächsten Folge meinte ich natürlich. Tschüssi!